7. April 2022. Wir haben hier schon zurückgeschnitten. Unten noch grün, oben schon braun. Mit unserer schönen Gartenschere Marlene. Die europäische Zwergpalme. Camerop zumindest. Was ist da zu beachten? Alles, was schon unten braun ist, kann weg. Eigentlich nicht viel. Und von innen wachsen dann die neuen raus. Das hat der Spätfrost erwischt. Keine Sorge. Schneiden wir einander mal weg. Kommt dann mehr Licht und Luft in die Pflanze. Das ist auch nicht schlecht. Relativ weit hinten abschneiden, haben wir noch einen Zentimeter Platz lassen, dass die Luft zukommt. So, dann müssen wir ein bisschen weiter hinten abschneiden. Mal hinzukommen. Die sind hier Dornen bewährt, nicht Stacheln, denn Rosen haben Stacheln, botanisch gesehen, und Dornen haben die Palmen. So, das kommt ja alles schon weg, weil das wächst dann ja alles nach. Von unten ist es so ähnlich wie Trachycarpus fontinae, eine Verwandte, aber die wächst einstämmig und die hier europäische Zwergpalme mehrstämmig. Wenn wir die alle abgeschnitten haben, wird sie ein bisschen eine andere Form haben, die ja horizontal orientiert sind. Und wir sehen, da haben wir noch, aber das macht er nicht, weil rein natürlich würde sich auch ein Stamm binden und halt breiten langsamer als bei der chinesischen Hanfpalme. So, da haben wir noch einige zum Schneiden. Wenn es euch gefallen hat, das Video, bitte Daumen nach oben. Handschuhe tragen nicht vergessen, was ich nicht wehtun will. Ich jetzt ein bisschen Auerbau. Und viel Spaß beim Gärtnern. Euer Jakob.